Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Let's Play Marvel Avengers Alliance 2. So, wir machen weiter in Kapitel 1, Mission 4 mit unserem grandiosen Dream Team. Dieses Mal verplempern wir keine Zeit mit Ausrüstung oder sowas in der Richtung, denn das haben wir alles in der letzten Episode gemacht. Unser Team kann fast so bestehen bleiben. Wen ich gerne mitnehmen möchte an der Stelle ist die gute Spider-Woman und einen anderen Verbündeten. Wir suchen uns neue Freunde, neue Verbündete, die wir einsetzen können. Zum Beispiel, hier ist ein Drax. Hier ist ein Moon Knight. Wisst ihr was? Wir nehmen einfach mal Moon Knight mit. Ich weiß, die Gegner sind zwar effektiv gegen ihn, aber hey, wir wollen doch ein bisschen mehr Moon Knight sehen. Und wir haben viel zu wenig Moon Knight gesehen im Laufe des Let's Plays. Mir kommt es natürlich nicht so vor, denn ich habe offscreen, zumindest offscreen, sehr, sehr oft gegen einen Moon Knight gekämpft. Aber ich möchte eben nicht, ne, das weiß ja nur ich, aber ich möchte auch gerne mal wieder einen Moon Knight einsetzen und ich freue mich drauf, wenn wir Level 20 sind und dann eben Moon Knight mitnehmen können. Dann wird auch viel, viel, viel öfter in Einsatz kommen. So, wir greifen an mit Stechstrahl auf A. Perfekt. Und dann sagen wir mal Zuversichtspheromone auf uns alle, denn dadurch heilen wir uns. Nicht, dass wir es brauchen. Wir haben Wächteraspekt, das heißt, wir sollten einen Fernkampf. Ach, er hat sogar schon den Angriff hier. Faust von Khonshu, extrem. So, Mondsichelpfeil. Ausgewichen, aber dafür gibt es einen kostenlosen Angriff. Und wir sind wieder dran und sagen mal schlaue List. Okay, und dann zeigen wir die Gegner mal ihre Angstpheromone, unsere Pheromone. Ne, wisst ihr schon. Und dann inspirieren wir uns mal ein bisschen. Am besten selbst inspirieren. So, mit Pim-Partikeln. Und greifen an, Verteidiger-Aspekt. Das heißt, wir kontern. Machen wir, Schlagangst oder machen wir Mondsichelpfeil? Ich würde mal sagen, wir greifen auf jeden Fall A an, mit, Schlagangst. Sehr schön. Und dann schießen wir bioelektrischer Stoß. Dadurch sind wir wieder groß. Und greifen an mit Stechstrahl auf B. A oder B ist ja eigentlich fast egal. Wir heilen uns wieder, zeigen dem Gegner nochmal Angstpheromone. Und dann ist der gute Moon Knight dran. Es ist der letzte Gegner in der letzten Welle. Wir sind auf dem Verteidiger-Aspekt. Ich zeige aber trotzdem mal Faust von Khonshu, weil sie grandios ist, diese Attacke. Ja, eine sehr, sehr coole Attacke. Ich weiß nicht, wie gut der Moon Knight ausgerüstet ist, deswegen war das jetzt nicht besonders stark. Aber hey, es sah cool aus. So, wir sind noch einmal dran. Machen wir noch mal ein bisschen Speedrisieren mit Pim-Partikel. Und dann, okay, können wir nur den nächsten Schaden erhöhen von Moon Knight. Ja, soll uns ruhig angreifen. Moon Knight ist wieder dran. Ihr seht, wir sind Wegbreiter-Aspekt. Das heißt, wenn wir das hier machen, das macht 50% mehr Schaden, wenn wir Schutz aktiviert haben. Brutal. Bei jedem kritischen Treffer dieses Angriffs erhöht sich der Schaden aller aufeinanderfolgenden Treffer. Also wenn ihr dauernd crittet, wird das immer, immer stärker. Und außerdem, Wegbreiter heißt, wenn wir diese Attacken gemacht haben, dann kriegen wir danach noch einmal einen Angriff. Aber er überlebt das nicht. Also ziemlich, ziemlich cool. Ich werde ein bisschen mehr Liebe in Moon Knight investieren. Und dann werdet ihr zukünftig sehen, was er so drauf hat. Mit Level 20, mit ordentlichen ISOs. Und ich habe übrigens die gleichen Attacken. Also eine andere Attacke drin. Aber ich habe auch seine 3-Sterne-Fähigkeit schon. Die haben wir sogar gefunden, glaube ich, sogar im Laufe des Let's Plays. So, also, Miniboss. Miniboss, wir haben die Wahl zwischen Miniboss Mysterio oder Miniboss Rhino. Wir nehmen Miniboss Rhino in dieser Episode. Los geht's. Ja, Rhino, wir nehmen mit keinen Vernichter. Erst einmal zumindest. Wir packen erst einen Black Panther ein. Später nehmen wir einen Vernichter mit, um es Rhino zu geben. Und dann nehmen wir mit. Ja, sie kann eigentlich drin bleiben, um zu heilen. Wir brauchen aber noch irgendwas anderes. Irgendwie ein Tank oder sowas in der Richtung. Aber etwas, was bitte nicht so überlevelt ist. Alles Hawkeyes. Ja, er ist gut. Hier, Taktiker, Iron Man ist klasse. So, damit starten wir rein. Die Taktiker der Gegner vermöbeln wir mit Black Panther. Und Rhino werden wir einen Debuff geben mit Black Panther. Und dann werden wir Hank Pym einsetzen und ihm den Rest geben.
Rhino ist frei und eine Mauer von Hydra-Schergen steht zwischen uns und ihm. Wir könnten Verstärkung gebrauchen. Dafür ist keine Zeit. Jeder Augenblick, in dem er frei ist, sind unschuldige Leute in Lebensgefahr. Er muss sofort ausgeschaltet werden. Ja, das sehe ich auch so. Deswegen machen wir erst einmal Zuversichtspheromone auf uns, um jeden Schaden, den wir kriegen, sofort zu heilen. Wenn wir Schaden kriegen, natürlich. Und machen mal Klauenschlag. Ja, vor allem so ein Flächenschaden heilen wir sehr, sehr gut. Und dann zwei Schuss auf ihn hier. Oh, das macht echt nicht viel Schaden. Ich glaube, ich tausche den gleich mal aus. Greifen wir mal an mit Dolch-Sperrfeuer. Das war sehr, sehr stark. Ja, ja, feier du mal. Hier, kriegst mal einen Schuss in dein Gesicht. Venomstrahl. So, er beginnt jede Runde mit einem Schild. Das ist völlig in Ordnung. Wir sagen jetzt mal, der nächste Angriff von Black Panther soll 40% verstärkt werden. Ja, greift ihn ruhig an. Das macht... Oh, okay, gut. Das macht doch Schaden. Oh, es macht sogar richtig viel Schaden. Aber gut, der nächste Angriff ist verstärkt. Dolch, Sperrfeuer auf alle. Sehr gut. Ja, ja, jubelt ihr mal. Ja, jubelt ruhig weiter. Ja, Segen und so. Segen sei mit euch. Wir, machen jetzt mal taktische Einschätzung. Denn auch das macht uns wieder zuversichtlich und auch noch gewandt. Und wir benutzen unsere Zuversicht für die Angstpheromone. Bäm, alle weggepustet. Voller Flächenschaden. So gehört sich das. Er kriegt zum Glück wieder ein Schild. Wir sagen mal, wenn uns A angreift, fängt er sich ein Konter ein. Und dann sagen wir mal, Angstpheromone auf alle. Eingeschüchtert. Das ist sehr, sehr gut. Dadurch werden die Gegner nämlich ein bisschen schwächer. Wir kriegen einen Gegenangriff. So, und dann sagen wir doch mal, der nächste Angriff von uns soll stärker werden, weil wir zuversichtlich sind. Und das wird auch wieder Dolch-Sperrfeuer sein. Perfekt. Welle 4. Und Rhino ist hier, kam durch die Wand gerannt. Hey, sieh mal, was aus dem Central Park Zoo entlaufen ist. Was ist los, Rhino? Hat dir die Fütterungszeit nicht gepasst? Na, es stand keine Schildmarionette auf dem Speiseplan. Komm her, Vogeljunge. Ich fress dich bei lebendigem Leib. Ekelhaft. Ja, das ist wirklich ekelhaft. Wir sagen mal hier, wenn er angreift, kriegt er einen Konter. Abgelenkt. Und dann sagen wir mal, der nächste Angriff von Black Panther soll verstärkt werden um 40%. Ja, ja, greift ruhig mal an. Rhino muss erstmal aufladen. Ach, er macht zuversichtlich. Na gut. Und dann werfen wir mal Dolch-Sperrfeuer auf alle. Zack. So, die jubeln ein bisschen, greifen uns an, machen großen Schaden, kann es aber auch egal sein. Wir machen nämlich wieder Angstpheromone auf alle. So, außerdem sagen wir nochmal hier taktisch, ne? Wisst ihr schon? Ach, das bisschen Schaden, dafür gibt es mal einen Konter. Und dann greifen wir an mit Dolch-Sperrfeuer auf alle. Zack. So, er hat es auf Spider-Woman abgesehen. Ich würde mal sagen, wir tauschen sie aus für Hank Pym. So, abgelenkt. Na, sowas aber auch. Und dann schießen wir mal... Oder können wir hier vielleicht sogar... Ja, wir sind sogar vor ihm dran. Pim-Partikel. Sehr schön. Und jetzt machen wir... Achso, abgelenkt ist weg. So, Hartlicht-Matrix. Wenn er uns jetzt angreift, kriegt er einen Konter. Aber vorher kriegt er noch mal einen Stechstrahl in sein Gesicht. Ah, er kann nicht, weil wir ausgewechselt haben wahrscheinlich. Kryo-Explosion. Das sollte, glaube ich, stunnen. Nekrose. Achso, verhindert Heilung und reduziert Verteidigung. Na gut. Sagen wir mal das hier. Taktische Einschätzung. Wir sind zuversichtlich. Oh, es gibt einen kostenlosen Gegenangriff, weil wir zuversichtlich waren. Auch noch extra Schaden. Und dann wieder Klauenschlag. Jetzt blutet er auch noch. Und jetzt greifen wir an mit schlauer Einfall, denn das macht extra Schaden. Bam! So, die merkt schon, er ist ein bisschen zäher. Panther tritt! Komm schon. Zack, verwüstet. Ja, ja, wilde Flucht und so. Wir jubeln noch mal ein bisschen. Und dann sagen wir ihm noch mal, er soll abgelenkt bleiben. Und dann gibt es schlauer Einfall. Bam, immer auf die Nuss. Wir sind größer als er. Tja, er greift uns an, er ist abgelenkt. Deswegen gibt es erst einmal einen Gegenangriff. Und er greift uns wieder an. Das heißt, es gibt wieder einen Gegenangriff. Und jetzt gibt es mal zwei Schuss.
So richtig Schaden. Na gut. Panther tritt. Das sollte es gewesen sein. Jawohl. Sehr schön. Ein langer, harter Kampf. Aber wir haben ihn gewonnen. Angst und Schrecken. Komm, wir laden noch mal einen Verbündeten ein. Die Friendlist muss voll werden. So, in der nächsten Episode werden wir... Oh, was haben wir denn hier? Heldenhaft, das ist interessant. In der nächsten Episode werden wir einen normalen Kampf machen und dann den Endkampf. Der normale Kampf ist auch wieder auf 3 Sterne, weil wir den Rhino-Weg gegangen sind. Dementsprechend auch etwas schwerer. Aber zuerst gucken wir mal, was wir uns hier verdient haben. Nämlich das da. Eine Kapsel. Ja, ist ganz gut. So, je mehr wir davon abschließen, umso besser. Umso leichter ist es dann, später Elektro freizuschalten. Lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn euch die Episode gefallen hat. Wenn nicht, schreibt mir konstruktive Kritik, dann mache ich zukünftig alles besser. Das heißt, schreibt mir rein, was ich besser machen soll. Ich lese alle Kommentare, ich beantworte alle Kommentare, das wisst ihr ja schon. Und in der nächsten Episode werden wir das Elektro so richtig besorgen. Also vielen Dank und bis dann. Tschüss.